Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dustin Eliason Tale. Und dieser kleine Junge hier hat mich gerade ganz schön geflasht mit seiner Aussage hier. Ah, oh, klar, du könntest gleich eine Tausender-Kombo schaffen. Ich glaube, das Maximale, was ich geschafft hatte, waren mal 245 oder so. Fidget, calm down. Aber echt mal. Do you really think you could do it? A 1,000 hit combo? Sure, why not? Oh, wow, awesome! Hey, when you hit for the 1,000th time, you should say, this one's for Corbin! Yeah, no, I'm not doing that. But I'll try to get the combo just for you. Nee, oder? Combo Breaker! Kombobrecher, ich weiß nicht. Wenn du eine 1000er Trefferkette erreichen würdest, hast du es drauf? Wo soll ich denn das machen? So viele Gegner gibt's hier doch gar nicht. Also echt mal, wo zum Geier soll ich denn eine 1000er Hit-Kombo herkriegen? Oh, ich glaube, da muss ich echt mal mich irgendwo schlau machen. Ah! Scheiße. Ich wollte eigentlich nochmal mit der Colin reden. Colleen. Hallo, Colleen. Thank you so much for bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. Well, don't be too rough on him, Colleen. He's been through a lot. Take care now. Tausender Hit Combo, ey. Tausender Hit Combo. Ich war noch nie gut in sowas. Das einzige, wo ich mal eine hohe Combo geschafft hatte, war bei Dantes Inferno. Da habe ich eine 666er Combo geschafft. Ja, und eine 1000er Kombo, ja. Okay. Vielleicht geht's doch, aber egal. Da hinten ist Sackgasse. Das heißt, wir können nur noch in den Wald von Abadis. Abadis. Oh, auf einmal spielt er wieder Mucke hier. Okay, Fliegedinge. Viele Fliegedinge. Mach dich vom Macker. Aber echt meine 1000er Hit Combo. Tausender Hit-Kombo. Ich weiß nicht warum, aber das geistert mir jetzt einfach im Kopf rum. Also die Gegner hier sind jetzt irgendwie keine Herausforderung mehr. Seit wir das Upgrade in unserem Schwert drin haben, geht die Sache schon viel, viel besser. Hier geblieben. Also, so, wir gehen erstmal unten rum. Aha. Ach. So, alles einsammeln, braucht man. Mensch, wo bist du? Geh doch, hier geblieben. Schon wieder eine Kiste. Oh, hier ist ganz schön starker Wind. Warum ist hier so starker Wind? Ich brauche unbedingt mehr Schlüssel. Hab zwar jetzt schon 5000, ich weiß aber nicht, ob ich mir wirklich mal so ein 6er-Pack Schlüssel kaufen soll.
aufgeräumt. Ach, da ist ja ein Händler. Welch Zufall eigentlich. I am here to serve. Also schön. Gucken wir mal. So ein 6er-Pack Schlüssel. Ich meine, ja, okay. Wisst ihr was? Ja. Ich kaufe einfach mal ein 6er-Pack Schlüssel. Und guck mal, was wir hier noch an Material in dem verscherbeln können. Haben wir da noch irgendwas Neues, was er noch nicht hat? Das da hier. AW-Klaue. Das hat er noch nicht. Kaufen wir ihm mal. Okay, das da fehlt noch. Das ist dieses Schleimzeug, oder? Ja, schleimiger Dorn, ja. Okay. Halt, da ist noch was. Koboldhaut. Ah, davon brauche ich ja noch welche. Davon brauche ich ja 5 Stück oder so. Die kriegen wir dann schon zusammen. Okay, Lebensenergie sieht soweit wieder gut aus, dass wir wieder Zeug haben. Das lasse ich mal, wie es ist. Oh nein. Verdammt. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja. Da war doch gerade noch einer. Platsch. Oh, scheiße, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Aber so kann man natürlich auch leveln ohne Ende. Und man kann vielleicht ein paar Gegenstände rausgraben. Aber anscheinend nicht so. Wir haben gleich Level Up. Merke ich. Bonus. Ein Schlüssel. Wo wir natürlich so wieder nicht hinkommen. Das ist nervig. Okay, eine Bombenfuhr. Erstmal die ganzen Gegner hier killen. Ah. Ich wäre fast hochgekommen. Erstmal hier die ganzen Fuzzis wegmachen. Noch eine. Ein Schlüssel. Merkwürdig, merkwürdig. Okay, kümmern wir uns erstmal um unsere Fähigkeiten. Ich glaube, ich tue jetzt mal Fidget verbessern. Ja. Alter. So tief wollte ich doch gar nicht. Wohin sollen wir nur mit diesen Bombenfrüchten? Da ist wieder so ein Rutschgang. Da ist Portal. Strange, strange, strange. Oh. Ah, verdammt. Ich krieg's echt nie hin. Yeah. Hier geht's anscheinend weiter. Es ist trotzdem... Es muss doch irgendwo was geben, wo wir diese Bombenfrüchte da verwenden können. Bestimmt wieder da unten drunter. Oder irgend sowas. Ich meine, wenn hier schon welche hängen, ne?
Merkwürdig. Oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Unfassbar. So. War das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Naja, passiert. Also schön. Ich wollte nochmal zurück zu dieser Kiste. Das schaffe ich gerade noch so in der Folge jetzt. Ah, Metallschrott. Bitte! Ich glaube, die Kiste hat sich gelohnt. Verdammt! Koboldöl. Jetzt waren anscheinend neue Gegenstände gekommen. Aha, Upgrades. Koboldöl. 10 Angriff, 1-1 Fitze, 30 Angriff. 1,2, also bis jetzt ist es noch bessiger. Ist das hier das Beste? Ja. Das sind quasi solche Sachen, die sind aber schön verbrauchbar. Oder auch nett, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen merkwürdig. Oh, wir haben ja einen Ring. Den könnten wir auch mal anziehen. 1 Verteidigung, okay, okay. Ach, das ist dieser polierte Ring, okay. Ach, da können wir auch noch den zweiten polierten Ring draufhängen, oder? Ah, nee. Ah, okay, ich verstehe. So langsam wird mir das System klar. Mein Name ist klar. Schon klar. Wir haben nur noch einen Schlüssel? Ich habe doch vorhin 6 Stück gekauft. Ich habe doch vorhin 6 Stück gekauft. Was ist das für ein Beschiss? So. Ja. Gut, 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 soweit. Macker. Oh, ich sehe schon, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, ich möchte nämlich eigentlich nochmal, bevor ich es nämlich wieder vergesse. Obwohl. Ach, wisst ihr was? Nee, das machen wir jetzt nicht. Na komm. Aber ich weiß nicht genau, ob da bald wieder ein Boss auftaucht oder nicht. Und ich wollte eigentlich vorbereitet sein. Aber ich denke mal, wir sind vorbereitet. Zumindest so halbwegs. Ah, ich sehe schon, die Zeit wird knapp. Gut, dann mache ich die hier noch schnell platt, oder? Schaffe ich das? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, gut. So. Mit diesen bewegenden Bildern sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.